Tja, 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 es ist wieder Wochenende, eigentlich ist Freitag. Ich habe gerade noch mein Kochvideo fertig gemacht. Schneide ich später noch, das kommt heute. Und das Video hier kommt eigentlich morgen, also Samstag. Tja, was gibt es Neues? Mein Microsoft-Konto wurde gesperrt. Warum? Keine Ahnung. Aber reiche ich jemanden per E-Mail oder per Telefon? Bis jetzt noch nicht. Da hängt unter anderem auch mein Xbox-Konto dran. Das heißt, die ganzen Xbox-Einkäufe, Spiele etc. Ich hoffe mal, dass sich das dann noch regeln wird. Ich habe jede Menge Tomaten gepflückt, meine Tomatenpflanze wirft und jetzt im Moment ohne Ende Tomaten ab. Ich habe schon viel mit Tomaten gegessen, ehrlich gesagt, kann ich auch langsam keine Tomaten mehr sehen. Kommt hinzu, ich guck mal kurz, ja, da sind noch, wir müssen noch welche ab, sehe ich gerade. Was gibt es ansonsten? Schönes gibt es gar nichts. Ich habe mir überlegt, ich könnte ja. Ich habe irgendein Tomaten-Outfit zwischen den Zähnen, gebe ich schon wieder auf den Sack. Ja, muss ich gucken. Muss ich viel gucken. Tja, ich fange mal eine neue Reihe an, wo ich sowieso immer nur ein bis drei Teile mache, weil letztendlich bringt nichts. Und zwar ist das Michas Plattenstube. Auch wieder so ein Format, was eigentlich nichts bringt, aber eigentlich ganz lustig sein könnte. Und ansonsten das Übliche. Montag wieder noch neue Termine und sowas. Viel zu tun. Und in Sachen YouTube, die vorproduzierten Sachen und Penny Produktreihe war ich schon durch, ich glaube noch nicht, kommen ja auch noch Teile. Der Kalender steht noch an, den habe ich immer noch nicht gemacht. Dann konnte ich mich nicht entscheiden, jetzt habe ich mich mal entschieden, jetzt muss ich halt alles aufzeichnen, muss dann halt nochmal arbeiten und ach, überhaupt. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ansonsten sind wir hier durch, Wochenende, ich gehe jetzt mal Blumen gießen und sowas und ihr macht was anderes. Keine Ahnung, bisschen was koksen, bisschen was spritzen oder essen, Noten vergewaltigen, keine Ahnung, Penis.